So, meine Lieben, los geht's mit der ersten Folge der FIFA 15 Skill Games. Und nach langer Wartezeit, ihr dürft nun also ran an das Ding, an FIFA 15. Und ihr merkt, der Schlappi ist mega heiß. Ich habe extrem viel Bock, jetzt wieder reinzustarten in ein neues FIFA. Und ich glaube, ja, die Skill Games, die eignen sich einfach wunderbar dafür, um so ein bisschen sich reinzufinden ins Spiel, um die ein oder anderen Tricks und Kniffe und ja, Tipps zu bekommen. Und sich dann letztendlich in den einzelnen diversen Serien, wie dem Karrieremodus, wie Ultimate Team und Co., vielleicht so ein bisschen besser zurechtzufinden. Das also am Rande. Es gibt, ihr seht es im Hintergrund, insgesamt 14 verschiedene Übungen, die wir durchführen werden. Sprich, ich werde in jedem Part eine machen, soweit wie wir kommen, je nachdem, was wir da alles schaffen. Das Ganze ist, ich kann es euch schnell zeigen, natürlich wieder in Bronze, Silber, Gold und die Skill-Challenge eingeteilt. Das, denke ich, kennen wir noch von FIFA 14. Da hat sich also nicht wirklich viel getan. Ja, und von dem her würde ich sagen, beginnen wir heute einfach mal mit dem Anfänger. Ne? Erlerne die Grundlagen in den Bereichen Dribbling, Schießen und Verteidigung. Hast du die Steuerung im Griff, kannst du deine Fähigkeiten in den restlichen Skillspielen einsetzen und noch mehr lernen. Also ich denke, das ist so ein ganz, ganz grober Überblick über alles, was man dann so in den anderen Skillgames bzw. Skill-Leveln irgendwie ja sehen und erreichen kann. Ne? Also ich würde sagen, das machen wir. Bevor wir gleich loslegen, noch die Info an euch. Wenn euch das Ganze hier gefällt, würde ich mich natürlich riesig über den Daumen zu Beginn von FIFA 15 freuen. Am besten eine nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da, dann verpasst ihr gar nichts. Wie gesagt, die Tage folgen dann natürlich auch noch weitere Videos wie der Karrieremodus. Ich habe mir schon ein paar Serien ausgedacht zum Ultimate Team Modus. Online-Saisons wird noch geben. Also es wird eigentlich alles geben, was man in FIFA 15 so zocken kann. Von dem her, legen wir los. Bronze-Level. Ich habe bisher, ihr seht es, noch gar nichts gemacht. Ich habe kein einziges Skill-Game gespielt, bis auf die paar, die man vor einem Match spielen kann. Vor einem Freundschaftsspiel zum Beispiel, auch in der Demo. Allerdings in der Vollversion habe ich noch gar nichts bisher gezockt. Das ist also wirklich, das sind die allerersten Minuten in der Vollversion jetzt hier für mich. Ich würde sagen, ihr seht es im Hintergrund, wir spielen heute mit einem Spieler von Manchester United und dadurch, dass es da oben geschrieben steht, folge den Fallen und passiere die Tore so schnell wie möglich, sollten wir eigentlich einen relativ schnellen kriegen. Ne? Ich würde sagen, die Maria beginnen wir heute. Ich werde, denke ich, immer wieder durchwechseln zwischen den einzelnen Parts. Oh, und da ging schon los, weil das müssen wir neu starten. Zwischen den einzelnen Parts da los und durchstarten, beziehungsweise wechseln. Oh, ich bin schon wieder. Oh, und dann, ach so, wartet mal. Das hat jetzt schon gezählt? Was müssen wir denn jetzt machen? Ach, das geht nacheinander dann. Okay, da muss ich jetzt schießen. Ach, und die Linie darf mich nicht erreichen, oder wie? Oder muss ich über die Linie? Anscheinend muss ich da noch drüber. Also ihr merkt, ne, ich finde mich hier auch zurecht. Ich habe da genauso wenig Ahnung wie ihr vielleicht. Vielleicht habt ihr auch mehr Ahnung, das kann auch gut sein. Oh, und der war schlecht. Da kommen wir nicht durch. Oh, 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 oh. Ich will eigentlich, ich will halt so schnell wie möglich durch, aber dadurch achte ich halt gar nicht auf, oh, wir haben es schon geschafft, 8000, alter Schwede, nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir machen es trotzdem nochmal neu, weil das geht besser. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen sollte, wollte. Ah, shit, da haben wir ein bisschen zu lange gebraucht. Trotzdem wird es, glaube ich, besser. Nee, genau, ich will hier so schnell durch und achte dann nicht mehr auf die diversen, ne, enger Kontakt mit dem Ball und so. Und jetzt machen wir es Silber-Level, den will ich noch nicht. Ich will eigentlich nochmal schnell das Bronze probieren. Das machen wir nochmal. Auch wenn wir da schon 8000 haben, aber ihr kennt mich, ich bin Perfektionist. Das machen wir nochmal. So, also mit Angel Di Maria. Auf geht's, kommt schon. Junge, das sollten wir noch hinkriegen. So, Tor. Das ist anscheinend echt egal, ob man ein Tor macht oder nicht. Wieso darf ich denn jetzt da nochmal? Muss ich jetzt doch über die Linie? Freunde, das ist ja ein richtig guter Start hier. Schlappi hat die dicksten Infos hier. Ich muss doch, ich verstehe es nicht, jetzt sind die Stangen nämlich da, obwohl ich auch nicht durch bin. Zack, 6020, also ich glaube, wir werden hier einfach nicht besser, wir haben es irgendwie geschafft, aber halb so wild. So, Silver Level, bewege dich in den vorgesehenen Bereichen und schieß aufs Tor. Je länger du die Schießen-Taste hältst, desto härter und höher fällt der Schuss aus. LS, Spieler bewegen, zielen, B, schießen, halten zum Aufladen. Ich denke, das kennen wir, das ist soweit nichts Neues. Okay, wir müssen jetzt einfach dahin treffen, wo der Pfeil ist. Das klingt, glaube ich, nicht so schwer. Aber ich werde schon noch failen. Ich werde schon noch failen, Freunde. So, 1000. Haben wir schon geschafft. Na, das ging echt flott. Also, ihr merkt, ich glaube, die heutige Folge, das ist so ein richtig schöner, gediegener Einstieg. Einfach mal hier rein in die Skill Games. Sprich, da passiert noch nicht allzu viel. Gold-Level. Versuche den Ball in das markierte Minitor zu spielen. Peile das gewünschte Minitor an und lade den Pass auf. LS-Spieler bewegen, zielen, A passen, halten zum Aufladen. Von dem her, das können wir mal machen. Das ist gut. Aber wir müssen vielleicht auch auf die Zeit schauen, dass wir die Bälle so ein bisschen brutaler, krasser spielen. Dass wir einfach da ein bisschen schneller sind. Aber das sah schon mal gut aus. So, was haben wir da gekriegt?
3480. Ja, Wahnsinn, die starten sie nochmal neu. Weil ich glaube, das erste Tor haben wir ein bisschen zu langsam geschossen. Da geht mit dem Zeitbonus, können wir da durchaus, boah, von den Punkten ja nochmal nach oben. Ich habe erst nach oben gezielt, da hätten sie mich fast verarscht, Freunde. So, das könnte vielleicht ein bisschen besser sein noch als der letzte Versuch. So schaut's aus, 3460. Nee, davor hatten wir 3480. Komm, machen wir nochmal. So, jetzt ist es aber besser. Der war auf jeden Fall schneller. Der war auch schneller. Ich ziehe einfach voll auf und hau da drauf. Und der war auch gut. So, das muss jetzt aber sein. Das muss jetzt mehr sein. 3480, okay, dann hat man es anscheinend schon so schnell, wie es nur geht. Okay, machen wir weiter dann die Skill-Challenge. Anfänger, nähere dich dem angreifenden Spieler und hol dir den Ball mit einer Grätsche oder einem fairen Zweikampf. Time die Zweikämpfe gut, um den Gegner nicht zu faulen. LS, Spieler bewegen, X Grätsche, B, fairer Zweikampf. Auch da hat sich nichts soweit getan. So, 1000. Das ist jetzt nicht so. Oh, das war scheiße. Das war richtig beschissen, Freunde. Das war wieder gut. Aber ihr kennt mich, ich bin eh nicht so der... Oh, das war ein Foul, glaube ich, oder? Ich glaube, das hat als Foul gezählt. Ich bin eh nicht so der Defensivspezialist, ne? Und dann kommt so eine Übung hier gleich zu Beginn. Um Gottes Willen. Scheiße, und dann grätsche ich noch ins Leere. Oh, die machen wir auf jeden Fall nochmal. Es wird übrigens heute noch einen Part geben, denn ich glaube, die Folge wird ein bisschen kurz. Ihr seht es, jetzt haben wir schon das Skill-Game, die Skill-Challenge geschafft, wobei wir die noch ein paar Mal machen werden jetzt. Weil das ist mir noch zu wenig, was ich da an Punkten habe. Aber nee, es wird später noch einen weiteren Part geben. Heute müsste ja, wenn alles läuft, der 25.09. sein, ne? Der Release-Tag. Oh Gott, die können wir gleich nochmal machen. Sprich, wie gesagt, da kriegt er später noch was zu sehen, dadurch, dass der Part jetzt so ein bisschen kürzer ist. Weil das alles nicht so schwer ist momentan noch. Noch, sage ich wohl gemerkt. So, wir haben schon 3000, 4000. Mehr geht nicht. Und dann kriegst du den Zeitbonus. Okay, 5525 Punkte haben wir die Skill-Challenge geschafft. Ich werde es jetzt trotzdem nochmal neu starten. Ein letztes Mal. Huch. So, das war ein bisschen komisch. Wir müssen es eigentlich wieder schnell schaffen wegen der Zeit. Kann ich ruhig ein bisschen was riskieren und versuchen, schneller an die Kulle zu kommen. So stark spielt er jetzt auch nicht, der Stürmer, dass wir da nicht rankommen. 5492 ist auch noch zu wenig. Ja, dann machen wir es ja noch ein letztes Mal. So, den müssen wir schnell kriegen, den ersten. Oh, und den sollten wir überhaupt mal kriegen. So, 1, 2, 3, 4. Ich weiß halt nicht, bringt eine Grätsche mehr? 5575, das ist ein neuer Punkt. Jetzt mache ich mal spaßeshalber. Das Ganze noch mit einer Grätsche, okay, gibt auch nur 1000. Aber die mit einer Grätsche können wir noch erfolgreicher sein. Weil wir da schneller sind. Weil wir da richtig schnell sind. 5564, ah, reicht nicht ganz. Komm, letztes Mal. Letztes Mal in der Folge. Und dann werden wir uns, wie gesagt, der Part, der kommt heute noch in Part 2, dann die nächste Übung angucken, die wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller sein wird. Bin ich mal, gehe ich mal ganz schwer von aus. Schau, wieder 5564. Sprich, das hat sich soweit erstmal erledigt. Wir haben das richtig gut abgeschlossen. Aber wie gesagt, das war jetzt keine große Kunst. Da steht ja nicht umsonst Anfänger oben drauf. Jetzt gibt's dann erstmal den Flachpass. Der wird vielleicht auch gar nicht so schwer sein. Der fortgeschrittene Flachpass dann wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und ich schätze, bei der Schussübung, bei Part 4 und 5, wird's dann wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen schwieriger werden, ne? Vor allem, weil ich mich eh noch ein bisschen hart tue, was so den Abschluss angeht, vor allem wenn da ein Keeper mit im Tor ist, gut, das ist jetzt eher so eine Torwand, aber wenn da ein Keeper mit drin ist, die fliegen ja schon richtig krass, ne? Das ist ja eine komplette Umstellung im Vergleich zu FIFA 14, da muss man sich noch ein bisschen reinfinden. Aber genau dafür sind die Skillspiele bzw. Skillgames da, dass man das ein bisschen lernt und von dem her würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, wie gesagt, es kommt heute oder morgen oder die Tage auf jeden Fall noch ein bisschen was von Ultimate Team, vom Karrieremodus, von den Online-Saisons, von den Skillgames. Und so weiter und so fort. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht zeige, Freunde. Von dem her, macht euch auf was gefasst. Ich bin raus. Genießt den Tag. Und später gibt's, wie gesagt, noch die zweite Folge der Skill Games. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.